Guten Mittag, Freunde. Ich hoffe, euch geht's super, super, super gut. Ich esse hier gerade meinen Salat mit Eiern. Und apropos Eiern, ich war heute bei der Tantra-Massage. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, dort wird man halt von einer Frau massiert. Ich bin nackt. Sie ist nackt. Und ja, ich will nicht zu viel ins Detail gehen, aber ich hatte heute auf jeden Fall das erste Mal in meinem Leben einen Finger im Arsch. Real Talk, einen Finger im Arsch. Und mein Arschloch wurde auch massiert. Und ich sag euch ehrlich, ich fand's irgendwie nice. Gut, wir starten rein ins Video. POV, du willst ein ästhetisches Video aufnehmen, aber dein Bruder versaut alles. Hoffentlich gibt's hier auch Thüringer Bratwurst. Ist das dein Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Er wollte doch nur ein cooles Video machen. Wieso muss sein Bruder so geisteskrank reinscheißen? Direkt nachdem die Aufnahme vorbei war, gab es 100% Schlägerei auf dem Boot. Ich kenne die Jungs doch. Das ist das beschissenste Hobby, was ich jemals gesehen habe. Wieso reitet man nicht einfach normal auf einem Pferd so? Also, wieso entscheidet man sich für das, wenn man das haben kann? Bro, ich gehe auch nicht zu Fuß, wenn ich den Lambo fahren kann. Also, ich kann gar nichts fahren, weil ich erstens pleite bin und zweitens keinen Führerschein habe. Ich nehme den Bus. Weiter, Girl, du hast es gleich geschafft. Ey, für die ist das wirklich wie so eine geisteskranke Challenge. Die nehmen das voll ernst. Das ist auch ein echtes Turnier, glaube ich. Stellt euch vor, ihr liegt mit eurem neuen Girl zusammen im Bett und ihr fragt sie so, hey, was machst du so in deiner Freizeit? Und sie sagt, ich reite Holzpferde. Bro, ich würde sie direkt mit Chuck Norris Roundhouse Drehkick aus meinem Zimmer raushauen. Spaß. Bestie on her way. Bruh, come on. Also ich hoffe, ihr geht's gut. Und natürlich, dass es auch ihrem Pferd gut geht. Oh Gott, das arme Ding. Oh nein, es muss verarztet werden. Oh Gott, ich mache mir solche Sorgen. Falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, hey, was passiert eigentlich, wenn ich immer höher springe auf dem Trampolin? Ich habe die Antwort für euch gefunden. Elon Musk muss den Arm einfach 2030 vom Mars wieder zurückbringen, wenn er dahin fliegt. Der ist weg. Er ist gone. Ich öffne die Kommentarfunktion und der erste Kommentar, den ich sehe, ist der hier. Oh, ey, das ist so gottlos. Wieso muss ich darüber lachen? Ich hoffe einfach, ich werde nicht in einem Flugzeug mit ihr sitzen. So, das ist auch nichts gegen sie. Oder, also, ja, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. By the way, sie hat doch hoffentlich auch zwei Sitze gebucht, oder? Stellt euch vor, ihr kommt ins Flugzeug und bemerkt, dass ihr eigentlich diesen Sitz am Fenster habt. Ich würde drauf scheißen, umdrehen und dann einfach nicht in den Urlaub gehen. An alle Leute hier, die gerne Memes schauen, erinnert ihr euch an diese Legende? Wir haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Er lebt tatsächlich noch. Und irgendwelche Jungs haben ihn tatsächlich getroffen. POV. Du triffst die Meme-Legende Peter Weiß. Und ich muss sagen, ich bin dumm, sonst wäre ich gar nicht hier reingekommen. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie genau gesagt haben? Nee. Eine Frau, die hat gesagt, Sie haben doch bestimmt einen Liebsten, deine Liebste. Da haben Sie doch gesagt, dass Unterstellungen ist ein journalistischer Trick. Ja. Ja, nee, Unterstellungen, das war aber, die Unterstellung, das war noch was anderes. Und zwar ging das um Amerikanismus. Na, werden Sie jeden Tag erkannt? Bitte was? Werden Sie jeden Tag erkannt eigentlich? Oder? Es kommt drauf an, gestern zum Beispiel nicht, da war ich in Delitzsch. Oha, gestern zum Beispiel nicht. Also sonst wird er immer erkannt oder was? Der Bruder ist mies Fame geworden. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Sie filme? Ja, natürlich. Okay, nur damit ich das auf Band habe, wissen Sie? Nein, Band ist immer noch sicherer. Das können wir uns die Hände wickeln. Ja, genau, da haben Sie recht. Und da haben Sie schon mal ein digitales Gerät verschluckt. Ey, der Typ ist so geil. Ich habe eigentlich echt gedacht, so von diesem Interview damals, dass er so voll spießig ist oder so. Aber Bro, der ist ja zu genial drauf. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte ihn auch einmal treffen. Bekommen wir schon echt gleiche Schmetterlinge im Bäuchlein?
Schmetterlinge, also wenn Sie, wie wollen Sie das definieren? Okay, aber man merkt, Real Talk, er ist immer noch der gleiche geblieben von damals. Still the same, Bro. Er changed nicht. Er verändert sich nicht. Auch nicht für das ganze Fame und Money. Aber Sie mögen die Kurden, oder? Seien Sie ehrlich. Auf jeden Fall bin ich entfernt verwandt mit Kurdistan. Es war mir eine Ehre, Herr Weiß. Herr ja, Ehre, ist, Ehre ist was anderes, ja? Es war mir Ehre mit Ä ist besser. Sie können mich öfters sehen und hören. Ja. Morgen bin ich zum Beispiel in Delitzsch. Delitzsch. Und da fahre ich so früh, wo die deutschen Penner noch tief schlafen. Die Deutschen sind ja solche faulen Stinktiere. Das kann ich laut sagen, denn die Mehrzahl der Bevölkerung Deutschlands ist ja nicht mehr deutsch. Nee, da Deutschland ist ja schon Multikulti. Ja, Kulti weniger, aber Multi. Ey, ich liebe diesen Typen wirklich. Bro, mich freut's ehrlich, dass der Bre immer noch voll auf Trab und lustig unterwegs ist. Ein King, wie er im Buche steht. POV, keiner spricht deine Sprache und du lässt deine schlechte Laune raus. Okay, thank you. Great holiday to you all und Durchfall, ne? Ja, fickt eure Mütter, ciao. Ey, ich liebe diese Videos hier. Sowas werde ich ab jetzt immer abziehen. Wie geil ist das denn bitte? Einfach so auf locker nochmal am Ende beleidigen und alle Wut rauslassen, weil es versteht ja sowieso keiner deine Sprache, Bro. Das ist eine übertrieben lustige Idee. Ach Gott. Hab ich Brot? Ach was, erstmal ein Bier. Ja, man muss auch mal Prioritäten setzen im Leben, also ich meine. Nein, 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 wieso hast du das getan? Lass doch den Omas ihren Spaß, Mann. Lass mir den Spaß mit den Omas. Sorry, sorry. Aber sie kann auch ein bisschen mehr chillen, so. Die Welt geht ja jetzt nicht unter, oder? Und hey, 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 ich denke natürlich auch an meine Zuschauer, die unsterblich verliebt sind in irgendjemand, in irgendein Mädchen, in irgendein Jungen, in irgendeine Eisenbahn oder in den Eiffelturm. Schickt dieses Video einfach eurem Crush. Kein Problem, I got you. Wenn der reingeht, dann muss sie dir ein Bild ohne Kleidung schicken. Let's go. Warum hat meine Mutter mich geblockt? Super! Der erste hat direkt reingeschissen schon wieder. Das könnten wir sein. Oh ja, und wie wir das sein könnten. Das hier sind nämlich alle Leute, die abonniert haben. Die, die nicht abonniert haben, die sind diese einsame Scheißbahn dort hinten. Ne? Und der Zug, der dort kommt, der bin ich. Narkose versus Shisha-Sucht. So, ich habe eine kleine Wette mit dem Arzt. Die Narkose kommt gleich rein. Er sagt, 15 Sekunden schaffe ich es nicht bis 15 zu 10. Ey, diese Shisha-Smoker sind alle auf einem anderen Level unterwegs. Wer kommt auf so eine Idee? Hier mit euren Wetten. Jetzt habe ich 10. Okay, die Narkose geht los. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ich habe eine Shisha gewonnen, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, das Handy geht auf. Junge, der ist gerade sowas von auf Wolke 10, holy shit. Da wo er gerade ist, will ich auch sein. Wovon er wohl träumt? Naja, und wisst ihr, von was ich träume? Von euch Süßen da draußen. Ich danke euch für euren geisteskranken Support auf allen Videos. Ich lese alle Kommentare. Ihr seid zu geil. Wirklich. Freunde, Jungs und Mädels, Hydranten und Kampfhelikopter, ihr wisst doch Bescheid. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Haut rein!